Ja, und hallo Leute, und hier willkommen zurück beim Deluxe Ski Jump 4 Let's Play. Heute einmal ohne Grafikpatch, weil ich gerade an einem anderen PC bin. Haben wir das letzte Mal einen Teamcup oder einen Weltcup gestartet? Es müsste eigentlich schon ein Weltcup gewesen sein. Ja, war es auch. Und unsere nächste Chance ist Oberstdorf HS213. Bei einigermaßen guten Bedingungen. Und auch bei... Naja. Ich sag dazu jetzt gerade gar nichts, was ich gerade sagen wollte. Weil wir kennen ja hier, dass es immer hier so bei der Aufnahme ein paar Frame-Einbrüche gibt. Was übrigens aber meistens nur bei Deus Ex 4 der Fall ist. Das liegt wahrscheinlich eher, das müsste ich wahrscheinlich mal in Zukunft wieder eher mit, ja, genau, das ist wieder, also das ist natürlich wieder hier, das meine ich auch. Ich muss mich bei solchen Sachen immer mehr konzentrieren, weil ich meine, ist natürlich manchmal, nicht immer, es ist natürlich, manchmal auch interessant, was die einzelnen Leute reden, aber natürlich will man natürlich Let's Plays gucken, weil die anderen meistens in den Spielen recht gut sind, vielleicht nicht besser, aber recht gut. Und da wir jetzt gerade beim Thema sind, erzählen, die 1.3.0 Version, die 1.3 Version von Deluxe Ski Jump 4 wird voraussichtlich, dass da ist ja eigentlich Justi immer recht pünktlich, und hier wieder mit Perfekt Framerate Einbruch, ah, jetzt geht's wieder, am 23. November 2012 erscheinen. Das heißt dann so, also bei der Weltcup-Saison ungefähr zum Start. Oder ich weiß nicht genau, genau zum Start. Wieso immer im Landebereich geht die Framerate runter? Naja. Ist ja auch egal. Naja, jetzt geht's. An was das liegen könnte, weiß ich nicht. Ah, ich weiß schon warum. Weil ich. Alter, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Und ich sag auch irgendwie ein bisschen immer so ein bisschen. Ich weiß es natürlich nicht, wie das jetzt gerade ist. Und Maximilian Mächler. Na komm, das geht doch noch wesentlich besser. Wow, 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 sehr schön. Und der Absprung, naja, liebe Leute, das kann ja nichts werden. Oh, hier sieht man ja gar nichts mehr. Oh, 189,5. Naja, liebe Leute, das ist natürlich hier nicht genug. Ich muss erstmal wieder mit Fraps aufnehmen. Weil, also, natürlich lässt es sich spielen, aber wenn man natürlich bedenkt, wenn man lieber eine hohe Framerate hat, dann ist natürlich auch das die Kontrolle, oder die Kontrolle scheint einem viel besser zu sein. Ich denke mal, das wird, natürlich hier wieder gestürzt, wird keinen extrem großen Unterschied ausmachen, aber einen kleinen trotz dessen. Oberstdorf hier eine Flugschanze. Das ist ja ein Weltcup mit 30 Springern, wenn ich mich recht, mit 31 Springern. Jo, da wird die Aufnahme jetzt hier ein bisschen länger dauern. Wir sind jetzt beim 13. Springer und das, Moment. Das beim, ja, okay, ungefähr. Mhm. Also manchmal frage ich mich echt. Die Frage ist, wenn ich mich... Wenn ich mich auf Springen konzentriere, dann rede ich gar nicht. Und wenn ich mich aufs. Und wenn ich mich auf Sprechen konzentriere, dann springe ich total schlecht. Und wenn ich beides zusammen versuche, dann am Ende entsteht was ganz Blödes. Und zwar nur Mittelmaß. Und das ist natürlich auch scheiße. Und das ist eben bei Deluxe Ski Jump 4 noch ein bisschen zu üben. Weil ich dann immer so unkonzentriert bin. Auch deutlich reden ist wichtig. Wenn ich irgendwas machen will. Wenn ich irgendwas reden will, wenn ich irgendwas machen will, irgendwas reden, ja, ja. Na, und das kommt davon. Und dann immer stürzt er so in
sich selbst zusammen. Also das ist natürlich hier nicht das. Oh, auch eine schöne Sicht. Und viel zu passiv. Na, aber in manchen Fällen ist passiv besser als aggressiv. Aber in diesem Fall natürlich nicht. Das waren ja 164 Meter. Aber wenn man hier mal vergleicht, wenn man einen normalen Wettkampf, okay, natürlich, das ist auch ein bisschen, wenn man einen normalen Wettkampf macht, auch nicht mit Aufnahme, sondern sich einfach richtig konzentriert, dann gehen die Flüge eigentlich noch viel zu, die durchschnittlichen Flüge noch viel zu weit. Weil man geht ja, wenn man normal fliegt, zum Beispiel in Planitzer, immer so durchschnittlich auf 215, 220. Also zumindest bei denen, die es schon länger spielen. Und das ist ja in echt eigentlich überhaupt nicht so, weil in echt ist es ja so, dass da die meisten nicht über 190, 100, 100, 200 mal drüber kommen, also. Aber das ist natürlich auch, liegt natürlich auch daran, dass Computerspielen mit der Maus und realisiertes Ding ein recht differenziertes System ist. Das muss man natürlich auch zugeben. Was natürlich auch auf jeden Fall recht schwer einzukalkulieren ist. Alter. Na komm. Vor allem ich bin da immer so, wenn sofort ein Flug nach dem Absprung schlecht ist, verliere ich immer sofort die Motivation und immer denke ich, oh nee, scheiße. Und dann geht immer sofort das Niveau des Sprunges sofort immer nach unten. Deswegen ist das natürlich immer ein bisschen. Na, 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 der sieht gut aus. Der könnte über 200 Meter gehen, aber nicht ganz. Nicht ganz. 199,5. Ja. So läuft das. Naja, naja, naja. Das ist ja auch nicht die Bestleistung, die wir hier hätten sehen können. Die auch wieder viel zu aggressiv eigentlich zur Schanze. Das sind dann 197 Meter oder ungefähr, ja. Ja. Auf Oberstdorf auf jeden Fall, wenn man es in der F2-Sicht springt, ist der Absprung recht schwer zu sehen. Jetzt kommt erstmal Tom Hilde aus Norwegen. Man spricht das ja immer gerne falsch aus. Norwegen. Aber eigentlich heißt ja Norwegen. Eigentlich. Das ist natürlich hier wieder die Ansichtssache, wie man immer so schön sagt. Ist natürlich auch, es gibt ja bei League of Legends, ich vergleiche jetzt mal kurzerhand, nur auf einem Ding League of Legends mit Deluxe Jump 4, wegen Beta-Servern. Man kann ja in League of Legends sich immer am 1., 2. und 3. des Monats für den Beta-Server registrieren. Und das ist ja in Deluxe Jump 4 leider nicht der Fall. Natürlich, das muss es natürlich auch nicht. Ich meine es nur als Vergleich, weil Deluxe Jump 4, da spielen ja, wie viel spielen die Deluxe Jump 4? Ungefähr, weiß genau. Ich denke mal über 50.000, wenn es aber sein. Na, 50.000, na doch, könnte sein. Und auf jeden Fall, auf dem Beta-Server wäre natürlich gut, wenn man immer gleich die neuen Chancen aus ausprobieren könnte, aber ich denke, dadurch würde diese ganze, dieses ganze Deluxe Jump 4, wie gesagt, nicht, dieses würde alles verloren gehen. Würde ich, ist jetzt meine Meinung, also wenn ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall reden wir dann darüber in der nächsten Folge weiter. Jetzt mit dem zweiten Durchgang beenden wir diese Folge. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.